Und das ist eine für uns wichtige Phase. Wir haben natürlich morgen und übermorgen frei, dann haben wir Training und Spiel. Und ich möchte, dass die Jungs ein bisschen mit freiem Kopf kommen und bringen das, was haben wir letztes Spiel gespielt, also die Konsequenzen so vor beide Toren. Und jetzt haben wir zwei Spiele gegen Memmingen und die muss man gewinnen. Zusammen. Ich denke, jedes Spiel ist ein Big Point. Erstmal jetzt zum Spiel heute. Wir haben relativ gut begonnen, haben in Überzahl, doppelte Überzahl, Tor geschossen. Dann haben wir, denke ich, auch weiterhin gut gespielt, haben dann ein blödes Gegentor bekommen zum 1-1. Aber da haben wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen gelassen. Wir haben weiterhin hart gearbeitet und somit haben wir dann auch das 2-1 und 3-1 gemacht. Und ich denke, das war da auch zu Recht dann. Dann im zweiten Drittel, ja, haben wir dann ein bisschen einen leichten Durchhänger gehabt. Ich meine, du musst einfach immer bereit sein zu arbeiten. Wir haben da, wie gesagt, so ja, die Sachen nur noch halblebig getan. Wir sind nicht mehr gelaufen, wie wir es im ersten Drittel getan haben. Wir haben phasenweise diesen, ich sage immer, Gleitmodus statt Laufmodus drin gehabt. Und ja, Patrick hat uns dann da im Spiel gehalten. Dann die Unterzahl, dreimal waren wir in Unterzahl in dem Drittel. Ja, haben dann das auch bravourös gemeistert. Da stehen wir relativ gut. Und ja, dann sind wir auch wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben dann die Scheibe gecycelt in der offensiven Zone, mehr Druck zum Tor gemacht. Und ja, der Torhüter hat dann auch gute Saves gehabt. Ja, ich meine, Freud hat einen Alleingang in Unterzahl. Wenn der das Ding reinmacht, steht es 4-1. Ja, das kann auch ein Stück weit ein Genickbruch sein für Weiden, aber war es nicht. Der hat den gut rausgeholt. Und dann im dritten Drittel, ja, habe ich auch nochmal gesagt, Jungs, jeder muss jetzt nochmal alles in die Waagschale schmeißen. Jeder hat noch ein Stück weit Reserve und das haben wir dann auch gezeigt. Wir haben einfaches Hockey gespielt. Dann in Unterzahl, ja, das war ganz wichtig, dass wir da das zugeschossen haben. Es war eine Traumkombination vom Feudi, super rübergelegt auf den Stanley. Ich glaube, jeder hat da schon mit gerechnet, dass der den gar nicht mehr kriegt. Aber der hat sich dann irgendwie ausgerenkt in seinem Rücken. Ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Traumtor. Und dann aber in Überzahl, ja, haben wir dann das 5-1 geschossen. Das war ein bisschen die letzte Woche so unser Mango-Überzahl. Wir haben da diese Woche zwei Trainingseinheiten dafür Zeit aufgebracht. Hat sich auch ausgezahlt. Und dann nochmal zum Schluss das 6-1. Ich denke, das war heute ein ganz tolles Eisigespiel. Sicherlich, man kann nicht immer über 60 Minuten voll marschieren. Es gibt immer wieder mal einen kleinen Hänger. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war das heute eine sehr ordentliche Leistung. Ich möchte auch da meiner Mannschaft heute ein riesiges Kompliment aussprechen. Ja, jeder hat für den anderen gekämpft. Und ich sage das immer wieder, wir sind unschlagbar. Wenn uns einer schlagen kann, dann sind es nur selber, wenn wir halt nicht auf der Höhe sind. Ja, das war's. Danke. Okay.